Einen schönen guten Morgen. Wir sind gerade in Hongkong sicher gelandet. Es ist 6.30 Uhr, deutsche Zeit, 23.30 Uhr. Leider konnte ich Ihnen von der Landung draußen keine Bilder zeigen, da es noch relativ dunkel ist und es war auch etwas neblig. Anschließend werde ich durch den Zoll gehen und dann mit dem Zug nach Hongkong fahren. Da kann ich dann vielleicht die eine oder andere Aufnahme machen. Wir sehen uns gleich später. Also, jetzt bin ich schon aus dem Flugzeug raus und auf dem sehr modernen und sehr sauberen und sehr gut organisierten Flughafen in Hongkong gelandet. Hier wird noch eine Kontrolle gemacht bezüglich der Temperatur. Das kommt noch von der Vorgabe her. Da muss ich gerade mal die Mütze absetzen. So, gerade wollte ich den Durchgang bei der Passkontrolle mit dem E-Channel Fotograf filmen, aber da kam gleich einer und hat gesagt, muss ich das Video löschen? Geht nicht. Aber jetzt schauen wir mal, wo das Belt ist für die Koffer. Aha, Frankfurt 11 und da wird gleich der Koffer erscheinen. So, jetzt kommen schon die Koffer und ich glaube, den Pico-Koffer sieht man gleich. Kann ich übrigens jedem nur empfehlen, seine Koffer entsprechend zu markieren, da die schwarzen Dinger alle gleich aussehen. Und von daher ist das schon ganz sinnvoll, wenn man da ein schönes Zeichen drauf hat. Jetzt geht's zum Zug. Also, Koffer ist da. Jetzt werden wir mal rausgehen und es gibt also einen Airport Express, der ist gleich da vorne und ich glaube, die machen Reklame, dass in 20 Minuten man Downtown Hongkong ist und ja, kaufen uns jetzt mal die Tickets. So, ich habe Glück gehabt, der Zug war schon da gestanden, bin ein bisschen gerannt und war schon drin im Zug. Hier wird angezeigt, von wo der Zug kommt. Airport, Tsinghua und danach Kowloon. Ich fahre bis nach Kowloon. Hongkong wäre dann sozusagen eine Station weiter auf der Insel. Und jetzt schauen wir uns mal die Geschichte an hier, wie das so alles hier ausschaut. Ach, da hinten sieht man übrigens der Zugang zu der längsten Brücke der Welt, 40 Kilometer von Hongkong nach Zhuhai. Hier sieht man nochmal den Zugang. Haben die, glaube ich, in 4 Jahren gebaut. Hier geht das schon alles ziemlich schnell. Aber Autos fahren da eigentlich kaum. Ja, warum? Weil das ist ein Problem. Man kommt von Hongkong, man geht über China und kommt dann eventuell nach Macau. Und dafür braucht man dann 3 Nummernschilder. Hongkong, China und Macau. Also nicht sehr sinnvoll. Im Hintergrund sieht man hinten Tu In Mun, da haben wir früher unser Office gehabt. Mittlerweile sind wir umgezogen nach Kowloon und haben ein wesentlich kleineres, aber leider nicht mehr so schönes Office in der Nähe vom alten Flughafen. So, jetzt sind wir also gerade aus der Station Tsinghua rausgefahren und kommen gleich zu den Containerhäfen. Man sieht hier schon die hohen Gebäude, die überall in Hongkong zu finden sind. Und hier ist der Containerhafen mit einem entsprechend großen Lagergebäude und hier sieht man die Container, die für die ganze Welt bestimmt sind. Jetzt sind wir in der Kowloon Station und den letzten Sprung zum Hotel werde ich jetzt mit dem Taxi zurücklegen.
Hier geht es also zur Taxistation und da steht schon eine freundliche Dame, die jedem ankommenden Gast zuwinkt, zu welchem Tor er denn zu gehen hat. Morning. Thank you. Morning. So, und hier sehen wir schon gleich das Hotel hinter diesem runden Teil. Da kommt schon. Hier ist auch das berühmte Peninsula, eines der ältesten Hotels in Hongkong. Oben mit Hubschrauberlandeplatz. Ja, und jetzt ist es 7.30 Uhr, das heißt vom Touchdown auf dem Flughafen bis hierher hat es also gerade eine Stunde gedauert. So, jetzt werden wir dann mal zum Einchecken gehen und schauen wir mal, ob sie uns oder mich noch erkennen. Hier. Nachher werde ich mal ein paar Bilder zeigen von Hongkong Island. Sieht man sehr toll von hier. Good morning. Thanks. So, jetzt bin ich endlich eingecheckt und vom Hotel aus hat man einen hervorragenden Blick auf Hongkong Island. Es ist etwas diesig. In der Mitte sieht man jetzt den Peak und die ganze Kulisse. Ich muss mal schauen, ob wir heute Abend hier ist. Das Ausstellungszentrum, Exhibition Center. Ich muss mal schauen heute Abend, ob man dann noch einen schönen Blick hat bei der entsprechenden Beleuchtung. Und hier vor dem Hotel ist der sogenannte Star Walk, wo immer sehr viele Leute zum Joggen gehen oder eben auch zum Spazieren gehen. Einen schönen guten Abend und jetzt wollen wir noch mal die Kulisse von Hongkong bei Nacht uns anschauen.